Hey Formel-1-Freaks, Ayrton Senna war zweifelsohne einer der legendärsten und besten Formel-1-Fahrer, die es je gegeben hat. Und umso erstaunlicher ist es, dass genau sein Unfall, sein tödlicher Unfall in Imola 1994, so seltsam abgelaufen ist. Es war nämlich nicht ein typischer Rennunfall, wie man sich ihn vorstellt, also mit Fremdeinwirkung, dass sich zwei betteln und dann fliegt der eine halt ab oder es gibt eine Berührung und der eine fliegt ab, sondern Senna ist vollkommen ohne Fremdeinwirkung plötzlich in der Tamburello-Kurve geradeaus gefahren. Und gerade er, der beste Fahrer zu dieser Zeit und vielleicht sogar aller Zeiten, dem sollte dann so ein Fehler passieren, dass er einfach geradeaus fährt? Deshalb gibt es einige Theorien zu Sennas Unfall. Und diese Theorien werde ich mit euch heute besprechen. Und am Ende werde ich noch meine eigene Theorie euch präsentieren. Eine Theorie, die so noch gar nie in Erwägung gezogen wurde und ich verstehe das gar nicht. Also das ist meine Theorie aus der Sicht eines Ingenieurs. Ich habe mich tief in das Thema von Sennas Unfall eingelesen und werde euch jetzt all das präsentieren, was ich in Erfahrung bringen konnte. Abonniert gerne den Kanal für regelmäßige neue Formel 1 Videos. Ich danke euch, bleibt bis zum Ende des Videos dran. Zuerst mal ein bisschen was zu mir und meinem Background und meiner Kompetenz, also wer bin ich? Ich bin Markus, bin 33 Jahre alt und habe Maschinenbau an der FH in München studiert, von 2011 bis 2016. Danach bin ich in das familieneigene Unternehmen von meinem Vater eingestiegen, ein Metallbau. Und da war ich am Anfang, also von 2016 bis ungefähr Mitte 2017, an der Maschine gestanden. Das waren hauptsächlich Drahterodiermaschinen und Schleifmaschinen, aber wir haben im Unternehmen auch Fräsmaschinen, Drehmaschinen und halt die gesamte Prozesskette der Metallbearbeitung. Ich war ja da schon als Kind oft drin, klar, wenn man damit aufwächst, und habe auch in frühester Jugend schon gefräst und gedreht. Also ich war da in dem Thema drin und bin dann, und das müsst ihr euch vorstellen, nach dem Studium dann trotzdem an die Maschine gegangen und nicht gleich irgendwie ganz oben gewesen, weil ja, man muss ja das von der Pike auf auch lernen. Das Thema Metall, Stahl und wie das Ganze sich verhält. Und deshalb war ich eben an der Maschine, auch nachdem ich dann zum Geschäftsführer aufgestiegen bin, bin ich trotzdem weiterhin immer mal wieder an die Maschine gegangen, weil es einfach auch Spaß macht. Ja, und dass man halt auch das, was man gelernt hat, über das ganze Thema Material nicht vergisst. Und von 2017 ungefähr dann bis 2020 war ich Geschäftsführer und dann habe ich beschlossen, mich mit YouTube selbstständig zu machen und seitdem mache ich YouTube hauptberuflich. Das zu meinem Hintergrund und meiner Kompetenz. Aber lasst uns nun in das Thema Ayrton Senna einsteigen. Und das Thema ist wirklich sehr komplex, also man muss da versuchen, einen roten Faden zu verfolgen. Ich hoffe, ich schaffe es einigermaßen, aber man muss vielleicht auch manchmal ein bisschen quer aussteigen, damit man einige Dinge erklären kann. Auf jeden Fall wissen wir alle, dass der legendäre Ayrton Senna in Imola 1994 tödlich verunglückt ist, in der Tamburello-Kurve, in der 7. Runde des Grand Prix. Und die große Frage ist bei allen Beteiligten, wie ist dieser Crash zustande gekommen? Denn normalerweise sehen Crashs nicht so aus, vor allem im Rennverlauf, wenn man ja auch gegeneinander kämpft mit anderen. Sieht es normalerweise nicht so aus, dass der Führende einfach ohne Fremdeinwirkung abfliegt und vor allem kein Ayrton Senna, der ja dafür bekannt war, so eine Fahrzeugbeherrschung zu haben wie kaum ein anderer. Was ist also da mit Ayrton Senna passiert? Die Haupttheorie, die seitdem im Umlauf ist, ist, dass seine Lenksäule gebrochen ist und er deshalb nur noch Passagier war, nicht mehr lenken konnte und deshalb geradeaus in die Mauer gekracht ist. Der Hauptgrund, warum diese Theorie aufgekommen ist, ist ein ja ganz normaler, sichtbarer Beweis. Denn die Lenksäule, die man an Ayrton Sennas Auto gefunden hat nach dem Crash, war gebrochen. Und von dem her kann man das annehmen, dass das ein Grund war. Aber die große Frage ist, ist diese Lenksäule vor dem Unfall schon gebrochen und hat den Unfall ausgelöst oder ist sie gebrochen aufgrund des Unfalls, aufgrund des Einschlags in die Mauer? Und da scheiden sich die Geister. Es ist alles nicht so einfach. Da muss man ein Stück weit noch zurückgehen, um zu erklären, was im Vorfeld von Imola alles gemacht wurde an dieser Lenksäule. Die Lenksäule wurde nämlich verändert. Normalerweise sind diese Säulen aus einem Stück, aber Ayrton Senna hat sich schon seit Saisonbeginn beklagt über eine unkomfortable Sitzposition in seinem Williams FW16. Und deshalb hat man dann in Imola beschlossen, man verlängert die Lenkstange ein bisschen. Aber es gab keine Lenkstange zur Verfügung, die lang genug gewesen wäre, dass man das aus einem Stück hätte machen können. Also hat man beschlossen, die Stange aufzutrennen und ein dünneres Rohr zwischen die beiden Teile einzuschweißen. Also warum dünner? Damit es halt in das eine Stück ein bisschen reinpasst
und in das andere. Und dann kann man eben die Verbindungsstelle, diesen kleinen Spalt zwischen den beiden Rohren, eben zuschweißen. Das heißt, es gab etwa 23 cm unterhalb des Lenkrads eine Schweißnaht bzw. zwei Schweißnähte. Die beiden eben, die das dünnere Rohr dazwischen gehalten haben. Und normalerweise sind diese Lenksäulen 70 cm lang, das heißt, das war ungefähr auf einem Drittel der Höhe einer solchen Lenksäule. Die eigentliche Lenkstange besaß übrigens einen Durchmesser von 22 mm und das dünnere Stück einen Durchmesser von 18 mm. Die Lenksäulen waren damals aus Stahl, und also aus ganz normalem Stahl, und deshalb konnte man das eben auch schweißen. Aber man muss da ein bisschen aufpassen, wenn man schweißt, denn beim Schweißen entstehen hohe Temperaturen, und wenn man das nicht richtig macht, dann kann es passieren, dass man da natürlich Sollbruchstellen einfügt. Vor allem dann, wenn man es danach zu schnell abkühlt und das dann richtig spröde wird an der Stelle und teilweise vielleicht sogar martensitisch wird. Auch ist es natürlich so, dass Schweißnähte immer eine gewisse Unregelmäßigkeit reinbringen. Die können an einer Stelle dicker sein oder dünner und natürlich auch kleine Lufteinschlüsse beinhalten oder auch kleine Risse haben, die dann halt am Ende dazu führen können, dass diese Stelle auch wieder bricht. Es ist nie so gut wie ein Stück, das halt aus einem Stück ist. Vor allem, wenn die Schweißnaht in Eile gemacht wurde. Und das ist anscheinend bei Ayrton Senna der Fall gewesen. Denn nach dem Unfall hat man das Ganze natürlich forensisch untersucht und es gab eine Universität, nämlich die Universität Bologna, die mit dem Ingenieurprofessor Enrico Lorenzini einen 600-seitigen Bericht dazu veröffentlicht hat. Und in diesem Bericht steht unter anderem Folgendes. Es wurde auf der Höhe von etwa einem Drittel schlecht zusammengeschweißt und hielt den Strapazen des Rennens nicht stand. Wir entdeckten Kratzer am Riss in der Lenkstange. Es schien, als ob die Arbeit in Eile erledigt worden wäre. Ich kann aber nicht sagen, wie lange vor dem Rennen. Jemand hatte versucht, die Verbindung nach dem Schweißen zu glätten. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, die Stange war defekt und wahrscheinlich schon während des Warm-ups gerissen. Wenige Augenblicke vor dem Aufprall blieb nur noch eine winzige Verbindung übrig. Und deshalb reagierte das Auto in der Kurve nicht. Ja, das war die offizielle technische Analyse nach dem Rennen infolge ja, dieser ganzen Gerichtsprozesse und so weiter. Und deshalb ist halt im allgemeinen Volksmund bekannt, dass Ayrton Sennas Lenkstange wahrscheinlich gebrochen ist. Dafür spricht auch, dass man in den Onboard-Aufnahmen von Ayrton Senna sieht, dass kurz vor dem Unfall sein Lenkrad nach vorne zu kommen scheint. Das sieht man an dem gelben Knopf, den er an dem Lenkrad hat. Und der scheint eben, wenn man das mit dem Computer verfolgt, von seinem Rotationskreis abzuweichen und nach vorne zu kommen. Das wurde aber danach von Williams dementiert mit der Aussage, dass das Lenkrad allgemein so konstruiert war, dass es auch ein bisschen sich bewegen konnte. Und das hat man dann demonstriert an einem baugleichen FW16 von Williams. Da hat David Coulthard gezeigt, dass eben die Konstruktion es ermöglichte, das Lenkrad ein bisschen zu bewegen und dass das daher kommt. Aber der ehemalige italienische Rennfahrer Michele Alboreto, der Vize-Weltmeister in der Formel 1 1985 hinter Alain Prost war, der hat gesagt, dass das zu viel Weg war. Das waren Zentimeter und eigentlich sollte diese Konstruktion nur Millimeter erlauben. Und deshalb glaubt er, dass da etwas kaputt gegangen sein muss im Auto, in der Lenkstange von Ayrton Senna. Das war nicht mehr Teil dieser Konstruktion. Das spricht also auch dafür, dass anscheinend die Lenkstange von Ayrton Senna gebrochen ist. Aber es gibt etwas, das dagegen spricht. Und zwar die Tatsache, dass die Telemetriedaten von Ayrton Senna bis kurz vor seinem Einschlag in die Mauer eine Torsion messen konnten in der Lenkstange. Und eine Torsion, eine Torsionskraft, kann man ja nur übertragen, wenn es eine Verbindung gibt. Warum gibt es also diese Torsionskräfte? Dazu aber später mehr. Unter anderem diese Telemetriedaten könnten auch den Chefdesigner von damals bei Williams, Adrian Newey, dazu veranlasst haben, ja nicht an die Theorie des Lenksäulenbruchs zu glauben. Er hat nämlich 2011 folgende Theorie veröffentlicht, von der er glaubt, dass sie für den Unfall von Ayrton Senna verantwortlich war. Das hat er gesagt. Die ehrliche Wahrheit ist, dass niemand jemals genau erfahren wird, was passiert ist. Es besteht kein Zweifel, dass die Lenksäule versagt hat. Und die große Frage war, ob sie bei dem Unfall versagt hat oder den Unfall verursacht hat. Sie hatte Ermüdungsrisse und wäre irgendwann kaputt gegangen. Es besteht kein Zweifel, dass das Design sehr schlecht war. Allerdings deuten alle Beweise darauf hin, dass das Auto nicht aufgrund eines Lenksäulenversagens von der Strecke abgekommen ist. Wenn man sich die Kameraaufnahmen anschaut, insbesondere vom nachfolgenden Auto von Michael Schumacher, hat das Auto abseits der Strecke nicht untersteuert.
Es hat übersteuert, was nicht mit einem Defekt der Lenksäule vereinbar ist. Das Heck des Autos stieg aus und alle Daten deuten darauf hin, dass das passiert ist. Ayrton korrigierte das dann, indem er auf 50% Gas ging, was mit dem Versuch vereinbar wäre, das Austreten des Hecks zu reduzieren. Und dann, eine halbe Sekunde später, trat er hart auf die Bremse. Die Frage ist dann, warum ist das Heck ausgestiegen? Das Auto landete in der zweiten Runde deutlich stärker auf dem Boden, was wiederum ungewöhnlich erscheint, da der Reifendruck zu diesem Zeitpunkt bereits gestiegen sein sollte, was die Vermutung nahelegt, dass der rechte Hinterreifen wahrscheinlich durch Trümmer auf der Strecke einen Reifenschaden erlitten hat. Wenn ich dazu gedrängt würde, eine einzige wahrscheinlichste Ursache herauszusuchen, dann wäre es diese. Ja, das war Adrian Newey's Analyse 2011. Und da steckt wohl viel Wahres drin. Denn Adrian Newey spricht hier davon, dass das Auto von Ayrton Senna auf dem Grund aufgesetzt haben soll. Und dass das von Michael Schumachers Onboard-Perspektive gesehen werden konnte. Und wenn das der Fall ist, also wenn Ayrton Senna wirklich aufgesetzt hat auf dem Boden, in der Tamburello-Kurve, dann ist es natürlich klar, dass die Strömung unter dem Auto schlagartig abgerissen ist und damit der Anpressdruck vom Auto weggefallen ist, zu einem Großteil. Und das könnte eben zum Abflug von Ayrton Senna bzw. zum Ausbruch des Hecks geführt haben, das er dann wiederum korrigieren musste. Michael Schumacher hat auch gesagt, dass Ayrton Senna auch in den Runden zuvor in der Tamburello-Kurve schon nervös aussah, und dass man eben auch Funken sehen konnte an dieser Kurve, die unter dem Auto von Ayrton Senna hervorgekommen sind. Und das würde ja auch dafür sprechen, dass er den Grund berührt hat. Jetzt ist die Frage, warum hat er den Grund berührt? Und da hat Adrian Newey ja die Theorie gesagt, in dem Zitat, das ich gerade zitiert habe, dass Ayrton Senna möglicherweise einen schleichenden Plattfuß hatte, weil er sich ein Splitter eingefangen hat auf der Strecke. Und auch das ist absolut nicht abwegig, denn es gab ja am Anfang des Rennens direkt am Start einen Crash zwischen zwei Autos, zwischen einem stehen gebliebenen Auto und einem anderen. Das war ja der Grund, warum das Safety Car überhaupt erst herausgekommen ist. Und dieser Crash hat unglaublich viele Splitterteile verursacht, die natürlich auch nach der Säuberung noch in kleiner Form vereinzelt auf der Strecke gelegen haben können. Und es gibt sogar ein Bild, und das ist von Getty Images, das heißt, das ist absolut real. Da sieht man, wie Ayrton Senna ja, auf solch ein Splitterteil zusteuert. Man kann das genau sehen, dieses Teil, wie es da liegt, und Ayrton Senna fährt drauf zu. Das muss jetzt nicht unbedingt dieses Splitterteil gewesen sein, das einen schleichenden Plattfuß bei ihm erzeugt hat. Aber dieses Bild zeigt, dass es dort durchaus noch kleine Splitterteile auf dem Boden gegeben hat. Auch eben nach der Säuberung. Der schleichende Plattfuß könnte also tatsächlich eine realistische Option darstellen. Noch etwas anderes wurde im Bezug dieses Aufsetzens auf dem Boden in die Theorie mit eingeworfen, nämlich die Tatsache, dass die Reifen vielleicht zu kalt waren und deshalb nicht genug Druck hatten, um die Bodenfreiheit für Ayrton Sennas Auto zu gewährleisten. Und diese Theorie entstand daher, dass das Safety Car ja da im Einsatz war. Und das war tatsächlich erst das dritte Mal in der Formel 1 Geschichte, dass ein Safety Car zum Einsatz kam, seit es offiziell 1993 eingeführt wurde. Es wurde zwar schon in den 70ern einmal zum Einsatz gebracht, aber offiziell hat die FIA das erst 1993 eingeführt. Und das Safety Car in Imola war eben das dritte Mal insgesamt, als so ein Safety Car zum Einsatz kam und tatsächlich das erste Mal im Trockenen. Das heißt, die Erfahrungswerte waren da noch nicht so groß. Und wir alle wissen, dass die Safety Cars sehr langsam fahren im Verhältnis zu Formel 1 Autos und die Reifen dadurch stark abkühlen. Die Fahrer beschweren sich sehr oft darüber, dass das der Fall ist, selbst heute noch. Das heißt, wenn man damals noch nicht so viel Erfahrung hatte mit dem Ganzen, dann könnte das natürlich auch einer der Gründe gewesen sein, dass Ayrton Senna die Kontrolle über sein Auto verloren hat. Die einzige Frage ist dann, warum haben die anderen das dann geschafft, beziehungsweise warum sind die nicht abgeflogen und nur Ayrton Senna? Und zudem hat er in der Runde davor, also in der sechsten Runde des Imola Grand Prix, die drittschnellste Runde des Rennens gefahren. Und das war ja nur eine Runde, nachdem das Safety Car in die Box kam. Es kam nämlich in Runde 5 wieder rein. Das heißt, da müssen die Reifen ja eigentlich noch kälter gewesen sein als in Runde 7, als er eben in die Mauer geflogen ist. Und wenn sie noch kälter sind, warum fährt er dann die drittschnellste Runde des Rennens? Das spricht ja dagegen, dass er noch keine Temperatur in den Reifen hatte. Von dem her ist die Theorie mit dem Splitter und dem schleichenden Plattfuß da schon realistischer. Und Adrian Newey, der ist ja jetzt nicht irgendjemand, wenn der diese Theorie in den Raum wirft, dann hat das wohl eine gewisse Relevanz. Aber Adrian Newey hat tatsächlich ein paar Jahre später, nämlich 2014, seine Theorie nochmal ein bisschen verändert bzw. erweitert.
Er hat nämlich gesagt, dass auch das Konzept des Autos und die Konstruktion des Autos zu dem Unfall geführt haben könnte. Denn er sagt, ja, er hat es schlichtweg nicht gut genug konstruiert und sich verrechnet. Er hat Folgendes gesagt. Nach 2 Jahren mit aktiver Aufhängung hatten wir mit dem Williams FW16 ein Problem. Ich hatte mich bei der Aerodynamik des Autos verrechnet. Das Fenster an Bodenfreiheiten, in dem das Auto funktionierte, war zu klein. Das wurde uns bei einem Test in Nogaro klar, den Damon Hill vor Imola durchführte. Ich stand an der Strecke und habe unser Auto beobachtet. Es war wie Imola eine Strecke mit sehr vielen Bodenwellen. Mir wurde sofort klar, was das Problem unseres Autos war. Die Seitenkästen waren zu lang. Dadurch riss beim Eintauchen des Autos vorne der Luftstrom im Diffusor ab, weil das vordere Ende der Seitenkästen der Strecke zu nah kam. Aus heutiger Sicht hört sich das lächerlich an, aber wir hatten damals noch nicht die Werkzeuge, um das Problem vorher im Windkanal zu erkennen. Der Auftrag war, die Seitenkästen zu verkürzen, aber das haben wir für Imola aus Zeitgründen natürlich nicht mehr hingebracht. Ja, das war die erneuerte Aussage von Adrian Newey. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was soll man jetzt am Ende glauben? Der 600-seitige Bericht nach dem Unfall von Ayrton Senna von der Universität Bologna sagt, es war ja ein Defekt der Lenksäule. Adrian Newey sagt, es war das Aufsetzen von Ayrton Senna auf dem Boden, der zu einem Strömungsabriss geführt hat unter dem Auto und damit zum Fehlen des Anpressdrucks. Und deshalb ist Ayrton Sennas Heck ausgebrochen und er konnte es deshalb nicht mehr fangen. Adrian Newey hat in einer anderen Aussage auch erwähnt, dass eben dieses Ausbrechen des Hecks dazu geführt hat, dass Ayrton Senna dann eben in die entgegengesetzte Richtung, in Richtung der Wand gefahren ist. Das Ganze wird als Highsider bezeichnet und kommt eigentlich aus dem Motorradsport. Ihr kennt das bestimmt alle, wenn ein Motorrad das Heck verliert und dann wieder Grip bekommt, dann ist es meistens so, dass sich das Motorrad in die andere Richtung entlädt, sich aufstellt und der Fahrer wegfällt. Und so ist das eigentlich auch bei Autos. Wenn das Heck ausbricht und das gesamte Auto den Grip verliert und man dann natürlich auf natürliche Weise versucht, dagegen zu lenken und das Auto dann wieder den Grip findet und die Traktion, dann ist man natürlich schon in der anderen Richtung mit dem Lenkrad und dann gibt es einen schlagartigen Wechsel in die andere Richtung und das gibt ein extremes Drehmoment in die andere Richtung und das wird eben als Highsider bezeichnet und das könnte laut Adrian Newey ja, bei Ayrton Senna passiert sein. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich zu meiner Theorie komme. Denn mich hat gewundert, dass in all den Theorien, die getroffen werden, von den Experten, von den Insidern, nie eine Kombination aus den Theorien in Erwägung gezogen wurde. Man spricht immer davon, ja, Ayrton Senna ist abgeflogen wegen dem Bruch der Lenksäule oder Ayrton Senna ist abgeflogen, weil er auf dem Boden aufgesetzt hat und dadurch eben den Anpressdruck verloren hat. Aber warum kann man das eigentlich nicht kombinieren? Denn, wie ich ja gerade erwähnt habe, ein Highsider erzeugt ein unglaublich starkes Drehmoment in die andere Richtung. Und das bedeutet, wir haben hier einen extremen Lastwechsel von der einen in die andere Richtung. Und das ist tödlich für Bauteile. Vor allem dann, wenn sie eine Art Zollbruchstelle haben wie eine Schweißnaht. Es könnte also möglich sein, dass Ayrton Senna durch das Ausgleichen des Ausbruchs seines Hecks diesen Riss in seiner Lenkstange erzeugt haben könnte. Aber der Punkt ist, wie ist das vereinbar mit den Torsionskräften, die National Geographic gemessen hat bzw. nachgeschaut hat in den Telemetriedaten von Ayrton Sennas Auto? Wieso hatte Ayrton Senna kurz vor dem Einschlag in die Mauer noch Torsionskräfte auf seiner Lenkstange? Das müsste doch eigentlich bedeuten, dass sie da noch ganz war. Aber man sieht in den Telemetriedaten, dass die Torsionskräfte in den letzten Zehntelsekunden runtergehen von den höheren Werten bis hin zu um die Null und dann ja im einstelligen Bereich noch schwanken. Das bedeutet, die Torsionskräfte sind weniger als zuvor. Und das deutet für mich darauf hin, dass zwar schon noch eine Verbindung da war, aber eine kleinere Verbindung. Wie soll ich das erklären? Der Ablauf könnte wie folgt gewesen sein. Ayrton Sennas Heck ist ausgebrochen, weil er auf dem Boden aufgesetzt ist. Das wiederum könnte geschehen sein durch einen schleichenden Plattfuß oder eben durch zu kalte Reifen durch das Safety Car oder eben durch die Konstruktion des Autos. Dann hat Ayrton Senna das Heck verloren und wollte es ausgleichen, indem er dagegen gelenkt hat. Das wiederum hat zu einem Highsider geführt und dieser Highsider, diese Spannungsspitze in der Lenksäule, in der Torsion der Lenksäule, hat dazu geführt, dass es einen riesen Riss in der Lenksäule an der Stelle der Schweißnaht gegeben hat.
Aber die Lenksäule war noch nicht komplett gebrochen. Das ist der Grund, warum wir dann auch Torsionskräfte messen können. Aber es war nicht mehr genug Verbindung da, als dass die Kurve hätte geschafft werden können, indem Ayrton Senna einlenkt. Denn wenn die Verbindung nur ganz klein ist, dann treten plastische Verformungen ein und man kann sich vorstellen, diese kleine Verbindung dann, die zwischen dem oberen und unteren Teil noch existiert, hat sich quasi ineinander verdrillt, als die Torsion stattgefunden hat. Und das ist die plastische Verformung. Das heißt, es hat schon ein bisschen was vielleicht verändert unten oder halt die Räder ein bisschen in die Kurve gezwungen, aber nicht stark genug, um dieser Fliehkraft dieser Kurve standzuhalten und das Auto zum Wenden zu bringen. Das könnte die Theorie sein, die zu Ayrton Sennas Unfall geführt hat, jedenfalls nach meiner Meinung. Denn alles passt darauf. Die Telemetriedaten, dann natürlich auch das, was man onboard sieht, und auch das, was die Forensik von der Universität Bologna herausgefunden hat. Also alles in allem ist natürlich die Lenkstange tatsächlich gebrochen. Aber es war eben nicht so, dass sie direkt gebrochen ist in der Kurve, in der Tamburello-Kurve, sondern sie hatte noch eine kleine Verbindung. Und das hat ja auch dieser Ingenieursprofessor Enrico Lorenzini erwähnt in seinem Bericht. Er sagt ja, wenige Augenblicke vor dem Aufprall blieb nur noch eine winzige Verbindung übrig und deshalb reagierte das Auto in der Kurve nicht. Das hat er im Prinzip gesagt. Die kleiner werdenden Torsionskräfte könnte man natürlich auch damit erklären, dass Ayrton Senna das Lenkrad kurz vor dem Einschlag nicht mehr gewendet hatte. Aber das macht ja aus rein überlebenstechnischer Sicht überhaupt keinen Sinn. Warum sollte Ayrton Senna das Lenkrad nicht in Richtung Kurve gedreht haben, während er auf die Mauer zusteuert? Es wäre ja fatal gewesen, wenn er einfach das Lenkrad gerade gelassen hätte und direkt auf die Mauer zugesteuert wäre, ohne etwas dagegen zu unternehmen. Also er hat mit Sicherheit das Lenkrad eingeschlagen. Das ist ja die natürliche Reaktion eines jeden Menschen, der überleben will, der von der Mauer wegkommen will. Die gemessenen Torsionskräfte sind also ein starker Hinweis darauf, dass eben noch eine kleine Verbindung zwischen der Lenksäule oben und der Lenksäule unten bestand. Und noch etwas deutet es an, nämlich das Bruchbild dieser Lenksäule. Wenn man die nämlich anschaut, sieht man, dass ein Bereich eher wellig bzw. rau und uneben erscheint, während der andere Teil glatter erscheint. Und das spricht dafür, dass es hier einen Verformungsbruch gegeben hat. Das bedeutet, im Vorfeld ist das durch Materialermüdung schon gerissen und dann durch den Aufprall in die Wand könnte es dann noch einen sogenannten Sprödbruch gegeben haben. Und dieses Bruchbild schaut glatter und nicht so matt aus, sondern das glänzt sogar manchmal, weil es da eben einfach spröde abgebrochen ist. Man kann sich das eigentlich gut vorstellen. Und man sieht ja auch an dieser Lenkstange oben, dass da eine kleine Delle ist. Also da muss möglicherweise während des Aufpralls in der Tamburello-Kurve etwas dagegen geschlagen haben und damit die Delle erzeugt haben. Und das könnte wiederum dazu geführt haben, dass der Rest, der noch eben zusammengehangen hat, dann eben weggeschlagen wurde durch eine Art Kerbschlag und dadurch dieser Sprödbruch dann noch zu sehen ist. Klar kann man das jetzt nicht genau betrachten, weil die Auflösung ist einfach zu gering, diese alten Bilder, aber man kann schon sehen, dass da ein Unterschied zwischen den beiden Flächen da ist. Und das ist für mich so der Beweis in Anführungszeichen oder ein Hinweis darauf, dass eben vorher schon ein Riss da gewesen ist und die Lenkstange dann am Ende schließlich durch den Aufprall in die Wand noch komplett abgebrochen ist. Ja, das war meine Analyse zu Ayrton Sennas Unfall und meine Theorie. Was sagt ihr denn dazu? Denkt ihr, es ist eins von beiden, also entweder Lenkstange gebrochen oder Ayrton Senna ist auf dem Boden aufgesetzt, oder ist es eben meine Theorie, dass man das beides kombinieren kann und es deshalb zum Unfall kam? Schreibt mir gerne eure Theorien in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war's zu diesem Thema. Ich bleibe für euch am Ball in der Formel 1. Bis zur nächsten Folge. Ciao.